Jetzt hier im Fanart, ich habe das jetzt runtergenommen von der Kamera, Fanart Video 2. Das war auf A5 ganz normal und da habe ich natürlich auch gezeichnet. Also ich habe das natürlich mit Blaustift zum Beispiel vorgezeichnet und dann mit Tusche und Farbe drüber. Das ist jetzt hier der Comedian von Watchmen. Und andere Dinger, hier haben wir zum Beispiel Wolverine. Das war für einen guten Freund, mit dem ich Verpackungstechnik studiert habe. Der hat sich einen Wolverine gewünscht. So gut habe ich ihn jetzt hier hingekriegt. Das war echt eine kleine Wonne, den so zu zeichnen. Und dann so sah der koloriert aus. Und das hat ziemlich viel Freude bereitet. Ich hoffe, das hängt immer noch bei Gena im Zimmer und bereitet ihm viel Freude. Yeah, Wolverine, nachdem er ein Ding geschnetzelt hat. Hier ein Iron Man, ich glaube... Der ist mir nicht so ganz gelungen, einer meiner ersten Zeichnungen. Das ist wahrscheinlich noch aus dem Jahr 2016, als ich angefangen habe. Da merkt ihr, da war ich noch ziemlich beschissen. Und ziemlich schludrig. Das sollte aber besser werden. Hier eine Wonder Woman. Ja. Hier einen, oh, schlag mich tot, Donatello. Man sollte eigentlich seine Ninja Turtles alle kennen. Und hier dann in Farbe. Yeah. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich glaube, den habe ich sogar irgendwann mal im Zug koloriert. Und hier unten sieht man Shredders Schatten. Das waren Fans, die dann ihre Bilder gehalten haben. Hier ein Bud Spencer. Und zwar aus irgendeinem Film. Da sind mir die Hände nicht so gelungen. Aber insgesamt fand ich den ziemlich cool. Und der bereitet dem Jürgen hoffentlich auch noch ziemlich viel Freude. Der Comedian Wolverine, ah, hier ist er gerahmt, perfekt angekommen. Hier von One Piece. Und wie ihr seht, das hat immer ganz gut geklappt mit der Kolorierung, hat mir immer ganz gute Freude bereitet. Habe ich euch da schon gesagt, welche Stifte ich dafür benutze? Dafür benutze ich diese Farbe Castell. Das sind gute Holzbuntstifte. Ich weiß jetzt nicht, aber ob es die allerbesten sein müssen. Zum Beispiel diese Lila ist aus einem anderen Set und funktioniert trotzdem. Also bitte, bitte gebt nicht immer das meiste Geld aus. Diese Stifte sind natürlich perfekt und gut. Die werden euch super lang heben. Werbung für Faber-Castell. Aber vielleicht tun es auch andere Stifte. Da müsst ihr einfach ausprobieren und findet da euren Style. Hier habe ich etwas gezeichnet. Ich weiß nicht, aus welchem Anime das war. Hier gab es einen Captain America. Wie gesagt, auch nicht alles das Beste, die Supermom. Captain Planet, nachdem sozusagen die USA und China die Welt zerstört haben. Oh, die Xena gefällt mir sehr gut. Die ist ziemlich cool. Ist eine gute Freundin von mir, die hatte zu der Zeit einen Undercut und dann habe ich ihr das gezeichnet. Und es hat mir große Freude bereitet, auch das zu kolorieren und zu zeichnen. Das war ziemlich der Spaß. Oh, die Wednesday, die ist gut geworden. Die war ziemlich cool für einen Kumpel. Und der Kumpel war auch immer so drauf wie die Wednesday. Aber ja, also ein richtig cooles Bild. Das gab es, nachdem jemand mein Werwolf-Spiel sozusagen gewonnen hat als Verlosung. Oh, und hier natürlich Ninja Turtles. Die gehen immer weg wie geschnitten Brot. Zu Recht, die sind natürlich cool. Bad Girl, glaube ich. Noch ein Ninja Turtle. Wie gesagt, es ist mir nicht alles gelungen. Hier ein Dr. Mundo von League of Legends. Ganz cool. Metroid Prime. Oh, der Nicolas Cage, der ist legendär. Der ging an eine ziemlich coole Comiczeichnerin, die ihn hoffentlich noch in Ehren hält. Guckt ihn euch an, wie er die frische Luft schnuppert. Der Freiheit. Cameron Poe. Oh, hier Marv ohne Farbe, einfach nur in Schwarz und Weiß. Der ist mir ganz gut gelungen. Ich sage nicht, dass da alles perfekt ist, aber für diese Dinge habe ich ungefähr so ein bisschen den Vibe. Also dieses Mignola und Frank Miller ist meins hier in Darth Maul. Hier, das ging an Selim für die blutige Fahrt Gottes. Auch irgendwie cool, hinten mit den Pflanzen im Hintergrund und vorne Rocco und im Hintergrund die zwei Iren mit den Waffen. Tolle Farben, blutbespritzt.
ziemlich cool. Hier gab es eine Wolf-Sister, da hat eine das Werwolf-Spiel sozusagen gewonnen und bekam dann ihre eigene Karte. Hier, Seven. Oder nein? Kann mich nicht mehr daran erinnern, wie sie heißt. Auch für eine gute Freundin. Für meinen Neffen gab es einen Jago. Für meinen anderen Neffen gab es diese Mischung. Hier gab es eine Pippi Langstrumpf. Ich weiß nicht, wer den genommen hat, aber hat sich auch sehr gefreut. Hier gab es einen Cable mit super viel Zeug auf dem Rücken. Hier ein Captain America. Hier ein groß. Oh, das ist cool. Das ist eine Mischung aus Julie von The Max mit einem Leoparden. Na, stell scharf. Ja. Aus dem Jahr 2016. Aeon Flux. Ihr seht, da wurde ganz schön viel Fanart gemacht. Hier für Miss Pau Pau aus Berlin. Eine wunderschöne Wonder Woman. Ja, und so Fanart kann. Ja, genau. Hier kam es dann an. Ich habe sogar auf den Briefumschlag natürlich so eine schöne Wonder Woman von Frank Miller drauf gezeichnet. Und ja, für die Buff Dudes. Ihr seht, doch auch einiges angefertigt. Mal besser, mal schlechter. Auf jeden Fall immer für Fans. Hier ist der Creech. Ich gehe mal ein bisschen schneller durch. Mal gucken, was ich sonst noch so gemacht habe. Thor. Und dann kommen wir langsam mal zum Ende hier. Happy Birthday, Ralph. Die gute Domino. Mit einem Kohl und einer Kerze. Gucken wir mal. Fanart. Mit Orks und Goblins. Ja, ihr seht. Da hat sich einiges gehäuft. Ich gehe das jetzt mal ganz schnell durch und komme mal zum Ende. Und ich glaube, also der sagt mir hier 48 Bilder, kommt auch ungefähr hin. Natürlich gab es dann noch mehr Fanart, dann hat sich es ein bisschen verändert. Ich habe zum Beispiel einmal noch diesen Cable hier gezeichnet für Buster Moody. So sah der aus, inspiriert von einem Zeichner, der ein bisschen so wie Kirby gezeichnet hat. Ja, sieht ziemlich grandios aus. Und hier Cable liegt hier auf irgendeinem Schlachtfeld und blutet aus und fragt sich, warum? Warum Krieg? Ziemlich geil. Hat Spaß gemacht, das Ding zu kolorieren. Und ab da wird mein Fanart eben auch hier mit David Filicki. Davon habe ich keinen JPEG. Ja, ich glaube. Wir belassen es dabei. Jetzt bin ich nicht mehr auf dem Stativ, aber okay, ihr kriegt so ein bisschen die Idee. Das war so meine Fanart-Episode. Wenn ich für euch Fanart erstellen kann, sagt es mir Bescheid. Eventuell habe ich dafür Zeit. Wenn ihr selber Fanart anwenden oder anfertigen wollt, tut es. Das ist ein ziemlich cooler Weg, um zum Beispiel das zu posten auf Instagram und dadurch ein bisschen Popularität zu erlangen. Was ich zum Beispiel demnächst zeichnen will, ist, glaube ich, The Witcher. Und mal gucken, was sonst noch anfällt. Ich habe auf jeden Fall auch noch eine Commission für einen meiner ersten Fans. Und demnächst gibt es eine Episode, eben genau, was ich für Tools benutze, dass sie nicht teuer sein müssen. Wie ich scanne, wie ich koloriere. Wir gucken uns Comic an. Ich werde diesen Kanal auch, glaube ich, ein bisschen umgestalten, dass ich komplett nur darüber Comiczeichner machen werde und die anderen Sachen, die ich in diesem Kanal habe, packe ich woanders hin. Und dann können wir abgehen. Also, auf die nächsten 10 Jahre. Zeichnet und macht coole Geschichten und macht Fanart. Bis bald.